Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Oksana. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe so viele Nachrichten bekommen in den letzten Jahren, würde ich sogar schon fast sagen, dass ihr alle so gerne unser Haus in Los Angeles sehen wollen würdet. Und deswegen habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und deswegen viel Spaß! Eingezogen sind wir in dieses Haus im November 2018. Da haben wir damals ganz schnell versucht, etwas zu finden, und wir wären fast hier in die Nähe gezogen, in ein Apartmenthaus, was eigentlich auch ganz schön war, aber es war halt nur eine Wohnung. Und dann habe ich dieses Haus gesehen und dachte mir so, einen Garten, ja, wie ihr seht hier. Da habe ich gedacht, könnte ich einen kleinen Spielplatz aufbauen. Dann haben wir hier diese Palmen. Ich meine, das ist natürlich schon was Besonderes, ne? Und dann war es um mich geschehen, als wir dann in dieses Haus rein sind. Dieses Haus ist uralt. Es nennt sich eigentlich, es ist gar kein Haus, es ist ein Bungalow. Ein Bungalow, der umgebaut worden ist zu einem Haus. Der hat auch noch so einen Anbau. Es ist relativ klein. Wir haben hier, oh, ich müsste mal gleich mal Daniel nachfragen, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, was hier super, super cool ist, ist, dass hier diese vordere Garten-Area komplett zu ist, wie ihr seht, mit den, mit diesen, ja, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Mit diesen wunderschönen Pflanzen. Ich zeige euch mal die Straße. Wir haben nämlich, Moment. Wir haben nämlich auch eine wunderschöne Straße hier. Ganz ruhig. Hier fahren kaum Autos lang. Wie ihr seht, wunderschöne Natur, Palmen. Und wie ihr auch seht, bei einigen unserer Nachbarn, die haben alle offene Gärten. Das heißt, auch hier zum Beispiel, die haben das alle nicht so schön wie wir. Wir sind hier wirklich voll private, verschlossen. Und das muss ich persönlich sagen, finde ich als Mama natürlich super. Weil dann können die Kinder auch mal im Garten spielen, ohne dass man mega Panik haben muss. Ja, wobei ich aber auch da immer die Kamera anhabe. So, genau. Und dann zeige ich euch mal weiter. Also hier haben wir hingebaut diesen wunderschönen, ja, wie nennt man den? So einen kleinen Spielplatz, Swing-Set mit Schaukeln und so. Ich habe das alles ein bisschen geändert. Das war eigentlich so richtig Augenkrebs mit Orange, Gelb, Grün und Blau und so. Und ich habe das alles selber gemacht. Ich habe bei eBay einfach so einen Stoff gekauft, habe das dann in den Maßen vom Schneider anfertigen lassen, habe das ganze Ding hier, also ich habe zwei verschiedene Stoffe geholt. Einmal seht ihr hier so ein bisschen breiteren und einmal so ein bisschen dünneren. Und dann habe ich das hier komplett alles weiß streichen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte am liebsten sogar noch diese gelben Schaukeln-Dinger geändert. Aber es ist auch jetzt schon wirklich wunderschön geworden mit dem Ausblick hier auf die Palme. Kinder lieben auch diesen Sandkasten da unten drin. Milan macht da andauernd irgendwelche Dinosaurier-Spiele. Ja, ihr seht, pures Chaos. Aber das gehört dazu, wenn man mit Kids lebt. Ja, und da haben wir eine wunderschöne Ecke. Da sitzen wir total gemütlich. Abends haben wir hier auch wieder diese Lampen. Die macht man dann an und dann ist es hier wirklich so, so schön. Letztens ist unser Tisch hier geplatzt. Das war nicht so optimal. Jetzt haben wir aber zum Glück diese Kombination hier. Und ja, hier kann man sich auch sonnen, kann man den Schirm wieder zumachen. Und ansonsten ist da noch eine kleine Kinderecke. Hier sind noch ein paar Spielsachen, aber das ist alles auch schon Jahre alt. Das haben wir damals, als wir nach LA gekommen sind, war das wirklich das Erste, was wir gekauft haben, die beiden Sachen. Die nehmen wir nicht mit. Die kommen jetzt auf den Sperrmüll. Die haben die Kinder komplett durchgerockt, wie ihr seht. Ja, aber die stehen jetzt noch hier. Ein bisschen Spaß muss sein. Da können die Kinder das noch benutzen. Ja, hier seht ihr
bisschen Unkraut. Ich bin nicht so der grüne Daumenmensch, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön, gemütlich und sehr, sehr süß unser kleines Lebkuchenhaus. So, dann gehen wir hier rein. Noch mehr Chaos. Das ist hier die Ecke eigentlich, wo wir den Tisch hatten und wo wir mal gefrühstückt haben. Aber jetzt aktuell ist, auch weil dieser Tisch hier kaputt gegangen ist von der Sonne, ist hier das ganze Rattan aufgeplatzt. Deswegen geht das in Sperrmüll. Der Tisch, wie gesagt, der geplatzt ist, geht in Sperrmüll. Das war alles im Auto, weil meine Mama kommt gleich an aus Russland und deswegen haben wir das Auto frei gemacht. Ja, das seht ihr, wie gesagt, ist hier Umzugschaos. Aber da drinnen sieht es schon viel besser aus. So, da sind wir schon durch die Tür, schon mitten im Wohnzimmer. Ja, das ist in LA relativ klassisch, man kommt rein. Das ist alles, was ihr hier seht an Möbeln, haben wir alles neu gekauft. Als wir hier eingezogen sind, war es hier komplett leer und wir hatten ja auch keine Möbel. Wir haben uns nämlich damals ziemlich spontan entschieden, dieses Haus zu mieten, kurz bevor wir zurück nach Deutschland geflogen sind. Und wir haben aber gesagt, komm, wir nehmen das, weil das ist eine absolute einmalige Chance gewesen. Und da konnten und wollten wir nicht lang fackeln. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir nehmen das Haus jetzt, wir kaufen einfach ein paar Möbel, stellen das hier so. Ich liebe auch zu dekorieren, ist total mein Ding. Und dann haben wir das wirklich alles so dekoriert, dass es auch in den Raum reinpasst. Also wie ihr seht, die Couchen passen wirklich perfekt. Diese kleinen Tische da links und rechts. Links und rechts. So, Moment. Da und da sind auch richtig, richtig schön. Alles abgestimmt. Ich mag das total so mit Spiegeln und so Spiegelglaskommoden. Und es ist nicht sehr kinderkompatibel, beziehungsweise wie man hier an diesem Tisch erkennen kann, der kaputt ist, war das mein großes Kind. Das hat sich auf den Tisch gesetzt. Geht natürlich schnell kaputt, ist dreckig, aber ich liebe es. Was soll ich machen? Das ist für mich kein Grund, weswegen ich es nicht noch immer wieder, das habe ich auch schon damals in unserem Penthouse in Berlin, alles war voller Spiegel. Ich liebe das. Das ist einfach, ich finde, das hat einfach so was richtig, richtig Tolles. Den Kamin zum Beispiel haben wir auch komplett geändert. Den haben wir neu fließen lassen. Ich hatte überlegt, eigentlich richtigen Marmor dafür zu nehmen, aber richtiger Marmor sieht A, nicht so gut aus und B, ist auch zu teuer gewesen. Deswegen haben wir die günstige Option genommen. Ich glaube, eine Fliese hat 8 Euro gekostet oder so. Und zack, bumm, ich zeige euch mal, ich blende euch mal hier ein, wie der vorher aussah. Sah Horror aus. Und dann haben wir das gemacht. Ich hatte das vorher. Übrigens auch ein kleiner Hack für alle, die Interior gerne sich gerade angucken und Haustours angucken und so. Ich hatte vorher eine Marmor-Klebefolie draufgepackt, um mir anzugucken, wie das im Nachhinein aussehen wird und ob es mir wirklich gefällt. Und das war super und wir hatten das wirklich gefühlt, ich weiß nicht, ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder so da drauf. Und dann haben wir es final wirklich geändert. Ja, und am Ende ist richtig, richtig schön geworden. Wirkt auch ganz anders, viel, viel harmonischer hier in dem Raum. Ja, hier ist die Eingangskommode. Ein bisschen Chaos. Wir haben hier leider überhaupt keinen Stauraum. Überhaupt nicht. Dementsprechend haben wir irgendwie jede Ecke ist bei uns vollgestopft mit irgendwas. Also ihr seht, selbst hier in den Polstersachen, es liegt überall irgendwas drin. Genauso auch hier unten haben wir zum Beispiel die ganzen Spiele, mit denen wir immer wieder spielen. Oder Schuhe, weil wir einfach keinen Platz haben. Und die Sachen müssen aber ja irgendwo hin. Aber ja, auch hier wieder so ein bisschen, ich würde sagen, so ein Mix zwischen Landhaus und so Spiegelkommode. Und ja, auch von diesen Bildern habe ich ganz, ganz viele. Die habe ich nie aufgehangen. Brauche ich jetzt auch nicht mehr, jetzt wo wir ausziehen. Normalerweise macht man doch so eine Haustour, wenn man einzieht. Aber dadurch, dass wir hier mit leere, ins leere Haus eingezogen sind, kommt die Haustour jetzt, wenn wir ausziehen, weil jetzt alles fertig ist. Genau. So, und ach so, noch ein Fact, ganz witzig. In Amerika gibt es keine Wohnzimmerlampen, wie ihr seht. Ich weiß auch nicht warum, aber in den Bungalows wurde einfach kein Licht in den Eingangsbereich gemacht. Ich frage mich so ein bisschen, warum haben die Leute dann im Dunkeln gesessen? Naja, deswegen haben wir hier auf jeden Fall eine Stehlampe. So, jetzt kommen wir in das Dining, beziehungsweise in unseren Dining-Hausaufgaben-
Essensraum Papa arbeitet. Daniel, willst du einmal Hallo sagen? Hi! Willst du einmal, Schatz, sagen, ich habe nämlich, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter haben wir hier? Wie viel Quadratmeter haben wir hier? 100. Keine Werbung hier. Umgerechnet in Quadratmeter haben wir 120 Quadratmeter Wohnfläche. 120 Quadratmeter Wohnfläche. Also ich muss sagen, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber es ist hier wirklich Bombe geschnitten. Jede Ecke haben wir... Das ist ja auch nicht viel, Schatz. Ja, ich sag nur, aber ich finde, es wirkt größer als 120, hätte ich jetzt gesagt. Oder? Nein? Es ist sehr gut geschnitten, aber... Ich finde, es ist wahnsinnig gut geschnitten. Also wir hatten uns zum Beispiel dieses andere Apartment angeguckt. Das war auch knapp 115 Quadratmeter und das war extrem viel schlechter geschnitten. Ne? Ja. Weißt du noch? Das, ja, ja, viel schlechter. Viel schlechter. Also Schnitt ist wirklich etwas wahnsinnig wichtiges. Ich meine, ich meine Flur, guckt euch mal an. Ein Quadratmeter hat hier Daniel. Und ich meine ganz ehrlich, das ist hier so eine Art Wintergarten. Dieser Raum. Spielzimmer, die Esszimmer, Kinder lieben diese Küche, Kinder sitzen hier und spielen und basteln. Hier war eigentlich noch so eine Bastelbox, die haben gerade weggepackt, weil hier kommt gleich das Bett hin für meine Mama, die gleich kommt. Und ja, das ist so ein kleiner Anbau, aber ja, Schatz, reicht, ne? Die Pandemie hat so einiges abverlangt. Das stimmt. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten konnte irgendwie. Das stimmt, mein Schatz. Ja, hier sind ganz viele Badeanzüge, die gehen für den Milari-Shop jetzt nach Deutschland. Die werden morgen abgeholt. Und ansonsten, ja, so sieht das Wohnzimmer aus. Hier ist übrigens dieses Bett drin, was dann gleich hier reinkommt. Und ja, ich habe überall Kunstblumen, weil ich bin nicht so, ich mag nicht so echte Blumen. Und überall haben wir hier zum Beispiel auch zum Raum abtrennen dann diese Gardinen rangemacht. Die habe ich übrigens noch aus Berlin mitgenommen. Das fand ich ganz schön, so ein bisschen alte Heimat hier noch mit dabei zu haben. So, genau. Oh, ihr seht wieder alles voller Spiegel, 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 Spiegel. Aber I love it, auch genauso hier. Schnickschnack und Deko und so ist ja total mein Ding. So, okay. Also, das ist auf jeden Fall der Eingangswohn- und Esszimmerbereich mit Wintergarten. Und dann geht's weiter hier ins Zimmer von Ariel. Da-da-da-da. Ein Traum in Rosa für die kleine Prinzessin. Ja, mir ist es immer wichtig, dass so motivierende Bilder sind, when it rains, look for rainbows. Girls with big dreams become women with vision. Girls rule the world. So ein bisschen, ja, Empowerment für meine kleine Maus, dass sie, wenn sie dann irgendwann lesen kann. Oh, das sollte eigentlich nicht so liegen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das ist, oh, scheiße, jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht. Eigentlich ist da eine süße Prinzessin. Schatz, das sah so hübsch aus, als ich das hier alles gemacht habe. Da hast du, bist du gekommen und dann ist alles... Chaos pur hier. So, eigentlich so. So sah das aus. Genau, also auch mit schönem Ausblick aufs Trampolin, was auch Sperrmüll ist, wie ihr seht. Wir haben eine Menge, was wir hier wegwerfen. Nein, aber ohne Spaß ist wirklich der schöne Ausblick hier mit den Palmen und so. Ihre kleine Schlafhöhle mit den kleinen, ja, wie nennt man das denn? So ein Zelt. Giraffe. Auch das haben wir alles geholt, alles rangemacht, als wir hier eingezogen sind. Nichts davon gab es vorher drin. Und hier kommen wir zum kleinen Ankleidezimmer von der kleinen Maus. Ja, eigentlich war das alles mal ganz schön sortiert nach Farben und so. Ich sag's euch, forget it. Ich freue mich schon, wenn ich diese Kleider von ihr verstecken kann und die dann nicht hochklettert. Die nimmt natürlich, die zieht sich irgendwie gefühlt 8-mal am Tag um. Hier ist so ein bisschen so Schuhe, wobei wir da auch relativ wirklich viel aussortiert haben. Und hier sind die ganzen Badesachen. Und hier zum Beispiel ist eine riesengroße Kiste von Sachen, die zu klein sind. Und Schuhe und alles. Also ihr seht, das ist echt alles voll. Das überlege ich. Ja, eigentlich verkaufen wir das immer. Aber muss ich mal gucken, wie das umsetzbar ist. Aber ja,
Das ist ganz cool an den amerikanischen Haushalten. Die haben immer, in jedem Zimmer ist immer so ein eingebauter Kleiderschrank drin. Das heißt, man muss keine Schränke kaufen. Das ist sehr, sehr cool. So, und als nächstes gehen wir ins Zimmer von Milan. Bei Milans Zimmer ist es so, da wollte ich so ein bisschen dieses Sternenthema machen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Auch hier wieder dieser Motivational Dream Big and Explore. Let your dreams take flight. Das ist ganz süß. Eigentlich die Sterne waren hier überall verteilt, hat Milan aber gesagt, möchte er so haben. Das ist ganz süß. Ja, das haben wir überall gemacht hier mit den Gardinen auch. Sogar so ein, kennt ihr diese ganzen super schönen Instagrammable Schlafzimmer, wo immer so ein Tipi-Zelt ist? Ja, das gab es hier auch. Hat mein Mann dann irgendwann gesagt, weg damit, das stört doch nur. Jetzt sitzt da der Bär. Und wir haben hier so ein bisschen Weltkarte, guckt sich Milan ab und zu an mit den Wandstickern. Hier ist noch von Milans Geburtstag die Torte. Die wollte er unbedingt behalten von der Monster Party. Ja, ihr seht aber auch hier haben wir alles neu gekauft. Deswegen ist es alles, sage ich mal, halb unfertig geworden. Er wollte nie auf dem Bett schlafen, deswegen schläft er da unten. Und ja, wenn wir Besuch haben oder meine Mama da ist, schläft die jetzt aktuell immer da oben. Wir haben Milans Zimmer noch nicht aufgeräumt. Dementsprechend sieht es hier halt auch so aus. Ich bin ganz froh, dass das Licht gar so schlecht ist, dass ihr das nicht seht. Aber ja, ein bisschen Chaosbude noch. Aber das Ganze werden wir dann, bevor wir ausziehen, hier auch nochmal in Ordnung bringen. Aber auch hier gibt es wieder den eingebauten Kleiderschrank. Als nächstes kommen wir ins Bad der Kids. Oh Gott, hier sieht es aus. I'm sorry. Ich habe hier diese Orchidee hingestellt. Ich fand die eigentlich ganz schön, wenn mal Gäste da sind. Relativ klein hier alles. Aber ja, erfüllt seinen Zweck. Ne? Badewanne haben wir auch. Und das ist sogar noch das modernere von beiden Bädern. Als nächstes, ja, hier haben wir so eine Waschecke mit Waschmaschine, Trockner, alles drin. Typisch amerikanisch. Ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht draußen ist. Im ersten Haus, wo wir in L.A. gewohnt haben, da war das Ganze draußen. Dann kommen wir an. Ich zeige euch jetzt schon mal die Küche. Also die Küche ist wirklich, sieht zwar echt groß aus auf den ersten Blick, ist aber einfach zu klein und so schlecht geschnitten und es fehlen überall Schränke. Man hat so wenig Platz. Also ihr seht auch hier, da habe ich mich gefragt, was ist das denn für eine Konstruktion? Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, keine Ahnung, der hat einfach irgendeine Küche gekauft und einfach irgendwie hier reingemacht. Also alles fällt auch ab. Wir mussten jeden dieser Schränke nehmen, um da irgendwelche Sachen reinzupacken. Aber ja, ich will nicht meckern. Es ist halt eine Küche. Ich habe irgendwann angefangen zu kochen in der Pandemie. Deswegen sind hier 1 Million Gewürze, meine ganzen täglichen Medikamente. Also ich sage mal so, that's not my favorite part von diesem Haus. Aber jetzt kommen wir zum Schlafzimmer. Hier sind noch ein paar eingebaute Schränke. Auch hier Chaos pur. Da oben ist so mein Spielzeugschrank für die Kinder. Da können die sich irgendwelche Sachen gewinnen oder wenn wir mal auf den Geburtstag gehen oder so, bin ich hier immer vorbereitet. Und das sind hier meine Klamotten. Ich mache lieber schnell wieder zu. Und da-da-da-da, das ist unser Schlafzimmer. Ich muss sagen, das Schlafzimmer, aber wunderschön hier mit Kabel vom Staubsauger rausgesaugt. Unser Schlafzimmer liebe ich, muss ich sagen. Es ist wirklich so bequem. Wir hatten dieses Bett auch gekauft. Und es ist einfach ultra, es ist ein California King Bed und es ist ultra bequem. Also es ist wirklich, wir haben in Berlin ein super, super teures Bett gehabt und ganz ehrlich, das ist nicht mal ansatzweise so bequem gewesen wie dieses Bett. Deswegen, das nehmen wir mit, egal wo wir hingehen. Das ist, das werden wir nie wieder weggeben. An meinem Nachttisch, ja. Das sind meine ganzen Medikamente, meine Heilpraktiker-Medikamente, die ich aktuell nehme. Ja, hier meine kleinen Sachen, Fieberthermometer etc. pp. Ein Buch, was ich gerade lese, das ist von der lieben Susan Sideropoulos.
Das ist ein ganz, ganz tolles Buch über Positivität und so weiter und so fort. Also da könnt ihr definitiv auch mal reinschauen. Ja, diese Schränke, die ihr seht hier, die Packschränke hinter mir und vor mir, die haben wir nachträglich vor gar nicht allzu langer Zeit reingebaut, weil wir einfach zu wenig Platz hatten. Also wir hatten zum Beispiel auch, wir mussten alles umstellen. Wir haben am Anfang eigentlich, wenn man reinkommt, war das Bett auf dieser Seite, der Fernseher auf dieser Seite. Aber ihr könnt euch vorstellen, dann fehlt halt so viel Stauraum. Und all diese Schränke sind komplett voller Klamotten, Jacken, Daniels Sachen sind da drin. Also es ist einfach wirklich zu wenig. Hier habe ich noch meine Taschen. Ich liebe Sonnenbrillen. Ich habe 100 Sonnenbrillen, die anderen liegen vorne. Hier ist mein Ankleidezimmer, das musste ich mir vorher mit Daniel teilen. Das könnt ihr euch vorstellen, war eine Katastrophe, weil hier kaum meine Klamotten reinpassen. Ja, hier genauso mit Schuhen. Es ist echt, da sind noch ganz viele Sachen, die ich aussortiert habe. Also ich sag's euch, hier ist Chaos pur. Es ist einfach kein Platz, an allen Ecken und Enden fehlt Platz. Deswegen haben wir am Ende dann einfach entschieden, diese Wände zu befreien, dort Schränke hinzustellen, um dort ein paar Sachen wenigstens unterzubekommen. Hier habe ich noch eine kleine Schmuckecke gemacht, wo ich so ein bisschen Schmuck drin habe. Aber auch das sieht auch echt chaotisch aus. Aber gut, es ist wie es ist, ne? Aber ja, das mit dem Fernseher hat eigentlich am Ende dann ganz gut funktioniert, weil wir dann echt so cooles Kino-Feeling haben. Auch wenn jetzt der Eingang von meinem Ankleide dadurch ein bisschen verschlossen ist. Ist halb so schlimm. Aber als nächstes kommen wir dann in mein Bad, auch hier wieder Chaos pur, weil absolut keine Staufläche. Ich habe mir noch diesen Schrank hier geholt, da konnte ich wenigstens noch ein paar Sachen reinmachen. Aber ja, insgesamt ist es schon wirklich alles sehr, sehr, sehr klein. Also ich glaube, das Bad ist hier, keine Ahnung, 3 Quadratmeter, 4 Quadratmeter groß. Da ist natürlich nicht so viel Raum für Sachen, ja, aber klein, aber fein. Mit Blick hier auf die Terrasse, dort auf den Pool. Relativ schön hell, das mag ich. So, und jetzt kommen wir raus auf die Terrasse. Hier steht unser kleiner Baum, den haben wir letzten Sommer geholt. Wächst und gedeiht. Mit der kleinen Sitzecke. Das ist hier ganz gemütlich. Hier sitzen wir dann an den ganzen kalten Abenden und können hier ein bisschen Marshmallows, so eine Feuerstelle. Da ist die Gasflasche unten drin. Ja, da sitzen wir gemütlich zusammen, quatschen. Hier kann man noch richtig schön romantisch die Lichter anmachen. Das ist eigentlich wirklich ganz schön hier. Ja, hier fängt dann auch schon das Chaos an. Damit fährt Daniel jeden Tag zur Arbeit. Das ist sein wunderschönes Rudergerät. Ich zeig's euch einmal. Ja. Hier sitzen die Kinder im Sommer, wobei die da auch schon echt rausgewachsen sind. Ja, alle Möbel haben wir hier echt für dieses Haus gekauft. Dementsprechend, hier ist noch ein kleiner süßer Zitronenbaum. Natürlich nicht echt. Ein paar Handeln noch, Sportsachen. Diese liegen hier, Fun Fact übrigens. Die sind schon komplett kaputt, ihr seht. Die sind voll in dem heißen Wetter hier von Kalifornien zerbrochen, oder wie heißt das, gerissen. Das heißt, die kommen auch in Sperrmüll, wenn wir dann hier ausziehen. Die haben das nicht überlebt. Und voll krass, die hatten wir nur 3 Jahre. Also Rattan hält es hier nicht aus. Und ansonsten, ja, haben wir hier halt diese Outdoor-Teppiche überall zu liegen, weil wir uns gesagt haben, hey, wir mögen diesen Betonboden nicht. Der ist da super hässlich darunter. Und da haben wir gedacht, komm, machen wir das Beste draus. Und das empfehle ich auch immer grundsätzlich. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann einfach ein Highlight draus machen, dann sieht es richtig schön aus. Das kann ich euch sowieso als Mega-Tipp geben. Wenn ihr euren Boden zum Beispiel nicht mögt, dann gibt es so viele Optionen, ja, Sachen zu ändern für kleines Geld. Also ich meine, die Teppiche, die hier ausliegen, die waren wirklich nicht teuer. Wir reden hier von $20 pro für so einen kleinen und für die großen
ich glaube, es waren 40 oder so, die ihr da seht. Und ja, so haben wir das zum Beispiel auch immer schon in unseren Locations auch gemacht, in der Nextdoor Lounge zum Beispiel, da, oder in Pearl damals in Berlin. Da haben wir gesagt, okay, es ist halt super, super niedrige Decke, finden wir richtig scheiße, aber was sollen wir machen? Machen wir das Beste draus, also machen wir die Decke zum Highlight. Und dann haben wir die ganzen LED-Lichter ran gemacht und dann haben wir das wirklich zum Highlight gemacht. Und jeder kam rein und meinte so, wow, wie krass ist denn die Decke? Und genauso ist es ungefähr hier auf der Terrasse. Jeder kommt rein und sagt, wow, das sind ja geile Bodenteppiche. Einfach den Spieß umdrehen. Man muss einfach immer nur für jedes Problem eine Lösung finden. Auch diese Tischkombination hier haben wir hier aufgestellt, damit man einen tollen Blick hat zum Pool. Dass wenn die Kinder im Pool sind, dass man da wirklich sie auch im Blick hat. Ja, der Baum ist leider, das ist unser Maskenfriedhof, haben wir ihn genannt. Der ist dann leider einmal, hatten wir hier über 45 Grad und da ist der leider komplett gestorben. Ich weiß auch nicht, irgendwie hängen wir noch an ihm, deswegen ist er noch da. Es gibt auch, wie ihr seht, hier diese, die sind jetzt nachgekommen. Ich überlege, ob ich das eventuell verpflanze, weil es wäre ja schade drum. Ja, falls ihr einen Tipp habt, gebt mir gerne Bescheid, was ich damit machen soll, ob das sich lohnt, das nochmal zu verpflanzen. Ja, Grillerchen muss natürlich auch sein. Ich glaube, der muss auch mal wieder geputzt werden. Ja, aber den lieben wir. Muss ich mal überlegen, ob wir den mitnehmen. Ja, und das ist natürlich das Herzstück. Unser wunderschöner Pool. Ich muss sagen, ich liebe den. Der geht nämlich von da nach unten. Das heißt, hier ist es richtig tief, da ist es richtig flach, aber der ist halt nicht so dolle von der Qualität. Ne? Also, als wir eingezogen sind, war hier alles schön und ich schwöre euch, 2 Wochen später fing alles an abzublättern. Sieht hier aus, als wären hier wilde Partys gefeiert worden, wie ihr seht. Ja, sind hier auch, aber Kinderpartys nur. Genau. Und dann haben wir dort noch das Spa. Jacuzzi, hier sieht es genauso aus. Ich frage mich wirklich, wer hier gefeiert hat. Also wir nicht. Aber ja, ich will nicht meckern. Das ist wirklich schon echt ein Traum, immer in meinem Leben gewesen, in einem Haus mit einem Pool zu leben. Und das haben wir definitiv. Und dann kommen wir zu diesem wunderschönen Strommast. Oh ja, ich sag euch, in LA ist das so eine Sache. Das ist hier überall, fast an jedem Haus steht so ein Ding. Das sieht irgendwie, man könnte auch denken, ich meine ganz ehrlich, überlegt euch mal, dass, ich meine, wir leben im Jahr 2021 und in LA ist das hier vollkommen normal. Das ist an jeder Ecke so, selbst in den ultra mega hyper Luxus Villen, die 100 Millionen Dollar kosten, steht irgendwo so ein Mast. Das müsst ihr euch mal überlegen. Oder auch hier, ja, so wunderschöne Strom. Oh ja. Spinnenweben. Ihr seht, hier sind wir nicht so oft. Aber ja, in LA ist das echt crazy. In Deutschland, glaube ich, würde es niemals erlaubt sein, so zu bauen. Aber ja, in LA ist das gang und gäbe. Auch das alles Altes, wie ihr seht, alles ist hier so. Alle Häuser, auch der Bungalow ist fast 100 oder sogar schon älter, über 100 Jahre alt. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier die Katakomben an den Seiten. Ja, wenn man hier reinkommt, haben wir so ein bisschen ja, Abstellfläche, weil wir halt auch so sonst im Haus gar keine Abstellfläche haben. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Schubkarre jetzt für den Auszug, ein paar Gasflaschen für den Grill. Ich glaube, die sind alle leer. Ja, so Kleinigkeiten wie Tannenbaumständer und alles, was so draußen stehen kann, das haben wir hier hingepackt. Hier sind schon die kaputten Stühle von vorne aus dem Garten, was ich euch gezeigt hatte. Ja, halt sehr, sehr wenig Platz drin. Deswegen nutzen wir das hier. Oh mein Gott, das ist das Gitter von den Kids. Da waren die Babychkas, damit sie nicht in den Pool reinfallen. Das ist unser kaputter alter Flamingo. Also ich sage euch, das ist eigentlich alles hier Sperrmüll. Ja, aus dem Bad ist das Glas einmal rausgeflogen. Da haben wir das rausgenommen. Hier sind auch irgendwelche Fliesen. Hier ist noch eine Babypool. Oh mein Gott, voll viele Erinnerungen. Den haben wir als allererstes gekauft, als wir in LA angekommen sind. Und hier noch ein paar Stühle. Und da vorne sind wir dann auch schon wieder im
Garten. Das war sie, die kleine Haustour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert doch mal, und das würde ich ganz spannend finden. Was denkt ihr, was wir hier Miete zahlen? Vielleicht mache ich dann ein Video dann demnächst, wenn viele mitmachen, darüber, was der Unterschied ist zwischen Deutschland und Amerika und was so die Preise hier sind. Also liked gerne, kommentiert, subscribe natürlich zu meinem Channel, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen wundervollen Tag und bis bald.